Kollegen CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Idee der Flexirente ist ja nichts anderes als eine Antwort darauf, dass wir in der Rentenversicherung vor großen Herausforderungen stehen. Wir wollen die Menschen motivieren, länger zu arbeiten, den Übergang in die Rente nicht abrupt zu gestalten, ihre Arbeitskraft weiterhin einsetzen zu können, die Möglichkeit zu haben, die Rente über diesen Weg aufzubessern. Und dies ist eine Antwort darauf, vor welchen großen Herausforderungen wir in Zukunft stehen. Die Flexirente ist nach vorne gerichtet, nicht nach hinten. Sie dient den Menschen. Sie ermöglicht längeres Arbeiten. Wir belohnen längeres Arbeiten. Der Übergang von Arbeit zum Ruhestand lässt sich fließender und individueller gestalten. Die Flexirente ist ideologiefrei. Sie dient daher den Menschen. Herr Kollege Birkwald, lassen Sie mich diese eine Bemerkung doch noch mal eben sagen. Ich will nicht auf alle Punkte eingehen. Es war ja wieder ein Feuerwerk von Vermischungen, Vertuschungen, Verwirrungen. Das war dazu angetan, alle Menschen wuschelig zu machen und vor allen Dingen das blanke Elend Deutschlands präzise zu beschreiben. Es ist nur leider daneben gegangen. Ich habe Ihre Rede gehört. Ich will Ihnen nur den einen Punkt sagen. Wir sollten uns gefälligst darauf verständigen, dass wir es bei der Rente mit einem Sozialversicherungssystem zu tun haben und nicht mit einem Fürsorgesystem. Je mehr wir in der Rente Fürsorge und Versicherung vermischen, umso unklarer wird für die Menschen, dass das, was sie in die Rente einzahlen, ihre eigene Lebensleistung ist, ihre eigene Lebensleistung. Und das, was der Arbeitgeber anzahlt, der Beitrag der Arbeitgeber zur Alterssicherung ist. Und das ist das Prinzip der Versicherung. Und der Bund, der Staat, gibt Geld dazu. Und wenn wir anfangen, all die Wünsche, die Sie da aufgenannt haben, einzuweben in das System der Rentenversicherung, werden wir die Rentenversicherung überziehen und wir werden die Rentenversicherung überfordern. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, diese Dinge präzise auseinanderzuhalten. Und das machen wir. Und das machen wir mit diesem Gesetz. Das Gesetz hat in der Tat drei Punkte. Die Kollegin Katja Mast hat vorhin eingangs bereits richtigerweise darauf hingewiesen. Es geht um die Frage des Übergangs, wenn jemand 63 ist, will aber nicht sofort aus dem Beruf aussteigen, sondern möchte einen Teil der Rente schon mal in Anspruch nehmen, aber den weiteren Teil hinzuverdienen, bis zu der höchsten Höhe, wie man zuletzt verdient hat. Dann glaube ich, dass dies ein attraktives Angebot ist, länger in der Arbeit zu bleiben und länger im Erwerb zu bleiben. Das ist vor allen Dingen ein gutes Stück vereinfacht, dass das für die Rentenversicherung möglicherweise nicht einfach zu berechnen ist und sie dann Schwierigkeiten hat, den individuellen Fall individuell zu berechnen. Das will ich ja wohl gerne glauben. Aber die deutsche Rentenversicherung steht im Dienst der Versicherten. Und sie hat die Aufgabe, die Versicherten ordentlich zu beraten. Das wird sie auch mit diesem Gesetz tun. Davon bin ich fest überzeugt. Das Zweite, wir wollen natürlich diejenigen mobilisieren, die sagen, ich bin jetzt schon in Rente gegangen, habe aber festgestellt, dass ich noch fit bin. Ich bin gerne bereit, weiter zu arbeiten. Das ist der Punkt, wo der Kollege Carsten Linnemann immer darauf hingewiesen hat und weswegen auch viel Herzblut in diesem Gesetz von ihm steckt. Der wird ja gleich noch dazu reden. Dann sollen wir die Möglichkeiten eröffnen, dass man wieder zurückkommen kann und dass man von der Arbeit, die man dann verrichtet, vielleicht 10 Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden, noch mal Geld in die Rentenversicherung selbst einzahlt und dadurch den Arbeitgeberbeitrag aktiviert und dadurch auch Vorteile davon hat. Es ist ein Angebot. Es ist keine Pflicht. Es ist keine Verpflichtung. Es ist ein Angebot. Es ist ein Anreiz. Und ich halte diesen Anreiz für einen guten Hinweis darauf, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und im Übrigen, so aus der Welt gegriffen ist das nicht, wie manche das darzustellen pflegen. Wir haben einen deutlichen Aufwuchs heute schon an Menschen, die im Rentenalter länger arbeiten. Mittlerweile sind es über 14, fast 15%. Und das ist ein Teil, der nicht zu unterschätzen ist. Und diesen Anreiz wollen wir weiter verstärken, indem wir die Rahmenbedingungen dafür begünstigen. Meine Damen und Herren, und natürlich stimmen wir darin überein und halten es für notwendig, dass wir nicht nur sagen, man soll länger arbeiten, sondern auch wir wissen, dass es nicht wenige Menschen gibt,
die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen sich schwer tun. Wir wollen Ihnen helfen durch rechtzeitige präventive gesundheitliche Vorsorge, durch vernünftige gesundheitliche und berufliche Rehabilitation, sich weiter fit zu halten für den Arbeitsmarkt. Aber ich sage auch sehr deutlich, wenn wir über Fachkräftemangel diskutieren und die Arbeitgeber zu Recht sagen, dass der Ansatzpunkt, länger zu arbeiten, ein richtiger Ansatzpunkt ist, dann setzt das auch voraus, dass die Betriebe die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen, dass dies denn auch möglich ist. Und dieses Gesetz ist jetzt so ausgerichtet, dass es in Kooperation mit den Betriebspartnern, mit den Tarifpartnern, in Kooperation mit den Betrieben zu einem guten Instrument sich entwickeln kann, um Menschen länger in Beschäftigung zu halten. Und unter diesem Gesichtspunkt ist auch alles, was wir unter Rehabilitation und Prävention uns vornehmen, ein richtiger Weg und eine richtige Richtung, die wir hier einlegen. Meine Damen und Herren, unter welchen Gesichtspunkten diskutieren wir das Ganze? Wir diskutieren das unter dem Gesamtgesichtspunkt der demografischen Entwicklung. Und vor dieser demografischen Entwicklung stehen alle Altersvorsorgesysteme. Und vor dieser demografischen Entwicklung stehen auch alle Fragen, mit denen wir uns in Zukunft bei der Alterssicherung sowohl in den kapitalgedeckten Systemen als auch im umlagefinanzierten System zu beschäftigen haben. Und deswegen, glaube ich, ist es ein guter Ansatzpunkt, dass wir die Menschen sagen, diese Flexirente, dieses Angebot, was wir unterbreiten, ist ein Angebot, um für sich zu entscheiden, ob ich die Übergänge in meine Rente fließend gestalte und wie ich meinen Alltag später und meinen Eintritt in die Ruhephase denn letztlich auch angehe. Ich sage das auch auf dem Hintergrund der im Augenblick aktuell laufenden Rentendebatte. Das ist ja im Augenblick wieder Top-Thema. Ich finde es sehr, sehr gut, dass die Bundesarbeitsministerin von sich aus gesagt hat, ich will erst mal den Rentenrechtbericht vorlegen, auf den warten wir jetzt im Herbst. Und dass sie dann auf der Grundlage des Rentenberichtes denn auch dann die Vorschläge unterbreitet, wie es denn mit der Rente weitergehen kann, sodass wir auf dieser Grundlage dann eine gescheite Diskussion führen können. Was ich für wenig zweckdienlich halte, sind die augenblicklichen Aufgeregtheiten, wenn man punktuell ein Thema herausnimmt, dieses Thema hochzieht, wie zum Beispiel im Augenblick das Thema Rentenniveau, aber alle anderen Fragen, die ebenfalls mit der Rente zu tun haben, völlig ausblendet und das im Augenblick in der öffentlichen Debatte keine Frage ist. Es geht nicht nur um die Frage des Rentenniveaus. Wenn ich das Rentenniveau möglichst hoch halten will, dann wird es auch nur so gehen, indem ich mehr Geld ins Rentensystem einzahle, egal ob über Beiträge oder über Steuern, oder es wird nur gehen, indem die Menschen länger arbeiten. Wir müssen den Menschen auch die Wahrheit sagen und dürfen sagen, die Rentenversicherung ist kein Wünsch dir was, sondern ist ein mathematisches System, das aus 4 Stellschrauben besteht, und die sind die Ordnung in diesem alten System. Und ich kann uns nur raten, davon nicht abzuweichen und offen und klar und entschieden zu sagen, unter welchen Bedingungen und welche Rahmenbedingungen wir haben, unter denen wir die zukünftige Alterssicherung organisieren. Meine Damen und Herren, wir wollen aber auch, und auch dem dient diese Flexirente, wir wollen aber auch in aller Deutlichkeit sagen, wir wollen, dass die Menschen Sicherheit haben. Ohne Sicherheit, ohne Verlässlichkeit wird man nicht frohgemut in die Zukunft schauen können. Die Menschen brauchen auch Planbarkeit. Nur diese Planbarkeit muss auf realen Grundlagen stehen, sonst täuschen wir die Menschen. Das haben wir nicht vor. Die Unionsfraktion steht dazu, Rente ist Lohn für Lebensleistung. Rente will alles tun, dass die Menschen im Alter vernünftig leben können. Aber dazu gehören alle Säulen, die gesetzliche Rente, die private Vorsorge, die betriebliche Vorsorge. An diesen Dingen arbeiten wir. Die Flexirente ist ein wichtiger Baustein. Und wir hoffen und wünschen sehr, dass er entsprechende Resonanz bei der Bevölkerung findet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schieberling. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Markus Kurt das Wort.